Hallo liebe Leute, schönen guten Tag und beste Grüße aus Bautzen. Heute am 29. Januar 2024 auf dem Weg zum Kornmarkt. Bin schon im Zentrum von Bautzen, heute noch was zu erledigen gehabt. 17.14 Uhr, 6 Grad Celsius und ja, etwas windig, wie meistens, aber trocken, kein Regen heute. Bestes Demo-Wetter, davon kann man ja und soll man ja nicht sprechen, es ist immer gutes Wetter mit der passenden Kleidung und die Wichtigkeit ist gegeben, heute zur 156. Mahnwache in Folge für Frieden, Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, Souveränität in Bautzen mit Montagsspaziergang. Mal schauen, ob wieder über 2000 werden und so viel landwirtschaftliche und gewerbliche Fahrzeuge zusammenhalten. Ist momentan gegeben, wird hier groß geschrieben. Offenes Bürgermikrofon hinterher. Heute soll es wohl wieder einen Redner geben, möglicherweise einen Herrn Urban von der AfD. Als ein Redner aus der Politik. Ich melde mich vom Kornmarkt von der Veranstaltung. Bis dann, ciao. Bitte fühlt euch angesprochen, seid alle herzlich willkommen. Bevor wir beginnen, natürlich wie immer die Versammlungsauflagen, das muss sein. Es dürfen nach wie vor keine Tiere mitgeführt werden, ausgenommen von dem Verbot sind zugelassene Behinderten- und Demo-Begleithunde. Transparente und Spruchbänder sind so, nicht zu verpflichten. Kantenlänge der Stiele maximal 3x3 cm und nicht länger als 1,50 Meter. Versammlungsauflagen. Während der Versammlung ist zu beachten, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden. Der Aufzug später ist geschlossen und ohne Lücken zu führen und erfolgt als geschlossener Verband. Es ist ausschließlich die rechte Fahrbahnseite zu benutzen. Die Traktoren halten einen entsprechenden Mindestabstand entsprechend der Straßenverkehrsordnung. Ein Ausscheren aus dem Verband bzw. die Gefährdung des Gegenverkehrs ist untersagt. Sollten Gegenstände oder Unterlagen an öffentlichen Gebäuden abgelegt werden, sind diese noch während der Versammlung zu entfernen. Wachskerzen sind untersagt. Das Mitführen von Glasflaschen und Gegenständen, die zum Werfen, Stechen, Schlagen geeignet sind, ist auch verboten. Während der Versammlung ist es nicht gestattet, Alkohol zu trinken. Und die Zufahrten für Polizei- und Rettungsfahrzeuge zum Zielort sind jederzeit zu gewährleisten. Ja, jetzt noch die Worte an die Fahrzeugführer. Wie gesagt, es ist zügig und ohne Lücken zu fahren, also Mindestabstände natürlich einhalten. Fahrzeuge müssen der STVO entsprechend den Bestimmungen zugelassen sein und den Bestimmungen entsprechen. Defekte Traktoren verlassen unverzüglich die Kolonne und die Nutzung von Transparenten darf die Sicht der Fahrer nicht beeinträchtigen. Ja, das haben wir den offiziellen Teil erledigt und damit eröffne ich die 156. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität. Ja, und wir freuen uns ganz besonders, dass wir hier auch allen Gewerbetreibenden den
Bauern, den Landwirten und so weiter eine Plattform bieten können, dass wir zeigen könnten, dass wir die Schnauze voll haben. Ich möchte noch ein paar Dinge in eigener Sache sagen. Das ist uns wichtig. Wir werden wieder mehr hier auf der Platte, wir werden mehr beim Aufzug. Wir rechnen damit, dass es da auch Provokateure geben wird, die eventuell hier für schlechte Stimmung sorgen, beziehungsweise Bilder verursachen, die wir hier nicht wollen, weil wir sind eine friedliche Versammlung und geben friedlich und demokratisch unseren Unmut zum Ausdruck. Und deswegen bitte ich alle, achtet untereinander darauf, wer ist neben euch und so weiter. Und wenn euch was komisch vorkommt, dass jemand plötzlich irgendwo Feuerwerkskörper in der Hand hat oder ähnliches, dann bitte schön, macht darauf aufmerksam, versucht zu deeskalieren. Das sind Dinge, die wir hier nicht wollen. Außerdem bitte ich alle Pressevertreter, die hier auf dem Platz sind, sich hier entsprechend zu melden und akkreditieren. Sprich, wir möchten gerne wissen, wer hier Umfragen stellt oder Umfragen startet auf dem Platz. Und bitte meine, oder auch meine Bitte an alle Versammlungsteilnehmer, lassen Sie sich nicht provozieren von irgendwelchen seltsamen Fragen. Und ja, wie gesagt, wir behindern auch keine Presse, aber wir möchten natürlich bestimmte Bilder, die durchaus, was sich abzeichnet hier in der allgemeinen Entwicklung, gewollt sind, dass diese Bürger nicht entstehen. Also, wir sind friedlich. Ja, die Katrin steht schon bereit und ich übergebe ihr das Mikro für die Andacht. Ja, ich darf heute im Hänger stehen, weil es ist heute ein anderer Hänger, der ist niedriger und der Edgar passt nicht runter. Ja, meine Eingangsworte sollen heute unter diesem folgenden Motto stehen: Weil wir alle eins sind, verleiht uns der Himmel Gewicht. Wer am letzten Montag da war, und das sind viele gewesen von Ihnen, die hier stehen, da bin ich mir sicher, hatte zum Teil Freudentränen in den Augen. Und ich war auch ganz gerührt, erwachsene Männer mit Freudentränen. Es war einfach ein wunderbares Bild. Und eine unglaubliche Kraft, die deutlich zu spüren war. Und so wie das heute aussieht, wird es heute noch mal richtig. Da legen wir noch eins dazu. Ich habe letzte Woche das Bild von dem Eisbrecher gebraucht. Ein Eisbrecher ist ja ein großes, sehr schweres Schiff, was das Eis für die nachfolgenden Schiffe brechen soll. Und ich möchte heute gerne in diesem Bild bleiben. Was hat diese unglaubliche Stimmung letzten Montag verursacht? Uns allen gemeinsam ist es gelungen, das dicke Eis der Spaltungsmechanismen zu durchbrechen. Dieses geschickt aufgebaute System, welches uns immer wieder auseinandertreiben soll, hat einen gewaltigen Knacks bekommen. Wir stehen hier vereint als Gruppen und Schichten der Gesellschaft und es werden mehr, immer mehr. Die Mahnwache Bautzen wird sich ausbreiten wie ein Lauffeuer. Der Knacks im Eis wird zur Fahrrinne für alle anderen Mahnwachen und Bewegungen, die es gibt. Wir sind der Eisbrecher, der nicht mehr aufzuhalten ist. Weil unser gemeinsames Gewicht unübersehbar geworden ist. Wisst ihr, was die Bestätigung dafür ist? Verzweifelt versucht das System derzeit mit organisierten Demos und Spaltung zu reagieren. Verzweifelt schreiben sie sich die Finger wund mit Hetzartikeln in verschiedensten Zeitungen gegen uns und wie auch immer. Das alles gibt uns nur noch mehr Kraft. Diese ganzen alten Strategien haben keine Kraft mehr, weil wir haben die Spaltung überwunden. Aus allen Himmelsrichtungen kommen Menschen. Sie scheuen keinen Aufwand, keinen
Anfahrtsweg. Sie tragen die Botschaft von diesem Erlebnis hier in andere Städte und Gemeinden. Und ich bin sicher, das Eis wird an vielen Stellen brechen, weil sich immer mehr Menschen zusammenfinden und eins sind. Und an dieser Stelle die dringende Aufforderung an euch alle: Tragt diese Bilder, soweit ihr könnt. Erzählt, filmt, schreibt Briefe, was auch immer, was euch auf dem Herzen ist. Unser Eisbrecher macht Schule und bricht jetzt in ganz Deutschland das Eis der Spaltung. Weil wir alle eins sind, verleiht uns der Himmel Gewicht. In 1. Korinther 1, Vers 10 steht: Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Noch ein anderes Bild für euch, einfach so auf den Weg, ist das Bild eines Fischschwarms, der durch seine Formation einen Raubfisch in die Flucht schlägt. Dazu gibt es ein wunderschönes Kinderbuch, wer das seinen Kindern erklären will, was hier Montag passiert. Ich stelle es mal in den Infokanal, da könnt ihr mal gucken. Ja, denn auch die Kinder sollten mit reingenommen werden in das Geschehen, was jetzt hier vor sich geht. Wir lassen ab jetzt nicht mehr zu, dass unser Fischschwarm zerstreut wird. Denn dann kann der Raubfisch zuschlagen. Unser Schwarm ist unser Schutz. Der Schutz für jeden Einzelnen von euch und für uns, die wir hier vorne stehen, als Nase oder Ohr oder Auge. Der Schwarm ist auch Schutz für die Busfahrer, für die Unternehmer, für die Ärzte, für die Lehrer, ja auch für die Polizei, für jeden von uns. Die Angriffe dieses alten Systems haben keine Kraft mehr, wenn wir zusammenstehen und uns gegenseitig stützen. Weil wir alle eins sind, verleiht uns der Himmel Gewicht. So, jetzt lasst uns starten. Ich freue mich unglaublich auf diese Mahnwache. Es wird toll. Ja, wir haben noch was vergessen. Oder es wurde uns zumindest nahegelegt, das tun wir auch sehr gern. Und zwar bei der Begrüßung haben wir die Bürger der Stadt begrüßt. Aber wir wissen ja natürlich, dass der größte Teil, der hier ist, nicht unbedingt aus der Stadt Bautzen kommt. Deswegen herzlich willkommen auch allen aus dem Landkreis oder wo auch immer ihr her seid, aus dem ländlichen Raum natürlich. Herzlich willkommen. Wir brauchen uns eh gegenseitig.